auch nicht. Wir möchten euch gerne mal eine Figur aus dem Disco Swing zeigen. Etwas, wo man auf kleinem Raum tanzen kann und entsprechend auch gut daheim. Das heisst Loca Conti. Wir nehmen es schnell auseinander. Wir haben es vorher einmal gesehen. Wir gehen aus der Face-to-Face-Haltung vis-à-vis. Herr an die linke Hand, Dame die rechte. Als Herr nehme ich jetzt die Hand und die rechte legt die Dame sie auf die linke Schulter und machen einen Platzwechsel 180 Grad. Das ist der Eingang. Die Dame bleibt stehen, ich reisse und zupfe nicht umeinander, in dem Moment macht sie ja nichts. Ich lupfe die linke Hand, Schuhe als Herr um die Dame herum und mache jetzt vorne einen fliegenden Wechsel. Links von oben runter in die rechte Hand. Dann senke ich die rechte Hand, als Herr drehe ich nach links weg. Die Dame dreht sich zu mir und tut hinter dem Rücken die Hand wechseln und wir sind fertig. Wir schauen es nochmal von dieser Seite an. Vis-à-vis stehen, die rechte Hand auf die Schulter legen, halbe Dreieck. Linke Hand lupfen, die Dame bleibt stehen, macht den Grundschritt an Ort und Stelle. Es ist alles durchzählt, es ist nicht beschissen, ihr könnt den ganzen Grundschritt immer durchzählen. Um die Dame herumlaufen. Jetzt der fliegende Wechsel von links nach rechts, die Hand loslassen. Rechte Hand senken, Schultern nach links weg, hinter dem Rücken die Hand wechseln und die Dame anschauen. Und das alles mit dem Grundschritt. Schnell schauen, mit dem Grundschritt. Ich mache einen voraus, damit ihr euch vorbereiten könnt. Wir gehen lang, lang, schnell, schnell. Ein Grundschritt, schnell, schnell. Zweiter Grundschritt mit dem Handwechsel, schnell, schnell. Dritter Grundschritt, schnell, schnell. Drei Grundschritte haben wir gebraucht für das Ganze. Nochmal ganz kurz mit Musik. Schritt voraus. Eins, zwei, schnell, schnell. Eins, zwei, schnell, schnell. Eins, zwei, schnell, schnell. Eins, drei, schnell, schnell. Nochmal. Lang, lang, schnell, schnell. Halbe drei, schnell, schnell. Umlaufen, Mann, Hand wechseln und drehen. Dame ist immer hier im Ort und Stil. Danke vielmals. Ich hoffe, ihr habt das gut abschauen und ihr könnt es brauchen. Und ich wünsche euch viel Vergnügen weiterhin beim Tanzen daheim und wir sehen uns sicher bald wieder irgendwo in einem Kurs oder auf der Tanzfläche. Ciao zusammen, danke vielmals.